Auch ein Superstar muss in diesen Tagen viel zu Hause bleiben und so wurde nichts aus der großen Tour im Sommer, die Paul McCartney auch zu uns nach Deutschland hatte führen sollen. Stattdessen ging es ins Homeoffice oder besser gesagt in den Rockdown, wie Sir Paul es selber nennt. Der nimmermüde Ex-Beatle holte seine Instrumente raus und begann zunächst einmal selbst einfach drauf loszuspielen. Entstanden ist daraus ein Album, bei dem der Altmeister alle Musikinstrumente selbst eingespielt hat und beweist, dass er auch mit 78 Jahren nichts verlernt hat. Vassili Golod. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Paul McCartney hat den Lockdown in einen Rockdown verwandelt. In seinem Heimstudio in Sussex hat er zwar kein Publikum, dafür alle Instrumente. 11 neue Songs hat er hier komponiert, produziert und eingesungen. Ich habe das nur aus Spaß gemacht und plötzlich hatte ich ein ganzes Album. McCartney 3, das dritte Album mit seinem Namen drauf. Und alle drei haben eine besondere Geschichte. McCartney und McCartney 2 sind in Momenten des Umbruchs entstanden. Nach dem Ende der Beatles und nach der Auflösung der Wings. McCartney 3 beschäftigt sich mit der aktuellen Lage der Welt. Dieses Album ist nicht experimentell, es ist mehr. Es ist eine Art musikalischer Trost. Die übergreifende Botschaft ist, wir kommen gemeinsam dadurch. Paul McCartney ist Optimist. Ein Optimist, der mit klaren Zeilen die Realität besingt. Auf einem freundlichen Popalbum, das nicht langweilt. McCartneys Musik ist eine akustische Umarmung. Und damit will der 78-Jährige nicht aufhören. Mein Handy ist voll mit Ideenschnipseln. Einige davon habe ich für das Album vervollständigt. Aber da, wo das herkommt, ist noch viel mehr. Plenty more where that came from. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Und für den Schlussakkord dieser Sendung sorgt jetzt Carsten Schwanke mit dem Wetter. Wie klingt das am Wochenende? Ich habe mir nur eins gerade gemerkt. My phone is full. Also mein Phone und mein Kopf sind auch voll und zwar mit Sonnenschein.